Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch hier noch immer sicher und gut versteckt. Zurück zu Gollum. Wir sind aktuell dabei und versuchen uns unseren Weg hier rauszubahnen. So wirklich... wirklich sicher bin ich mir nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich, so wie sich das darstellt, darüber irgendwo. Da ist gerade auch keiner zu sehen. Das heißt, wir klettern. Wir gehen mal. Oh oh. Halt's Maul und so weiter. So, vorsichtig hier hin. Nice, nice. Okay, gibt's hier irgendwas zum Draufschmeißen? Ja, eigentlich das da. Aber irgendwie. Will er nicht. Jetzt trotzdem? Lockt ihn leider nicht weg. Vielleicht das da? Ja doch, da wurde es doch gerade grün. Da, guck mal. So, ich denke mal, wir müssen dann tatsächlich darüber. Sauber. Krasch weg. Alle sauber. Durchsucht sie noch mal. Scheint sich nicht umzudrehen. Ich gehe da. Smeargol, was machst du hier? Smeargol muss sich in einer Kiste verstecken. Nein, sie sind alle voll. Geh unter den Wagen. Da drunter. Sie suchen nach uns. Nach uns beiden. Zusammen. Verstehst du? Ich konnte sie gerade so überzeugen. Mach jetzt nicht alles kaputt. Du musst einen anderen Weg finden. Geh, bevor uns jemand zusammen sieht. Finde einen anderen Weg aus dem Turm. Okay, die Frage ist, wo lang? Und ich hier so irgendwie lang. Auf uns warten. Na klar. Ich krieg die Augen, ja? Du stehst gerne herum. Ich dachte immer, der Zaun bedeutet suchen und fangen. Aber du stehst einfach nur da. Speer. Scheiße! Wo geht's denn hier überhaupt generell so raus? Ach, hier. Okay, alles klar. Hier wär's rausgegangen. Oh, oh. Oh nein! Das war so knapp! Okay. Ich habe einfach nur wieder nicht gesehen, wo man hochklettern kann. Das war wieder das Problem. Ach Mann. Wie braucht man den falschen Knopf? Du stehst gerne herum. Ich dachte immer, der Sound bedeutet suchen und. Los, Gollum. So. Oh, schau. Was ist das für eine Höhle da oben? Eine Höhle mit Fledermäusen. Viele Fledermäuse. Vielleicht kennen Sie einen. Was war das? Warum ist das abgefallen? Sollte das abfallen? Wie das, habt ihr das gesehen, wie das einfach so runtergeklötert ist? Ja, also wir müssen irgendwie da rüber. Das ist doch schon mal schön. Ziehen wir erstmal hier dran. Okay. Nu? Benutze den Aufzug, um die Fledermaushöhle zu erreichen. Ich habe hier diese Brücke runtergelassen. Ich hoffe jetzt einfach mal inständig, dass hier nicht noch mehr Orks rumeiern. Ach doch. Schön leise sein. Zu viele Ochse. Garstige.
garstige Kack-Orks. Mich nerven die auch ohne Ende. Gollum! Gollum! Hier. Laus. Warte, warte, ich ess mal was. Und noch mal was. Und dann sammeln wir die Laus. Geil. So. Ist das der richtige Weg? Wo müssen wir überhaupt hin? Irgendwie in die ganz andere Richtung. Aber ich kann ja mal trotzdem gucken. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Habe Nägel gefunden. Orks bauen all ihre Sachen damit. Ja, gut. Ist halt, ne? Ein gängiges Ding. Ein Nagel. Muss ich jetzt über die Seile latschen? Ich versuch's mal. Ja, Tatsache. Gut. Ich nehme an, jetzt wahrscheinlich da so gegen. Okay. Hier hinab. Was war da gerade? Nichts. Dann hier weiter. Leute, es wird super. Ich habe da generell, sag mal, ein gutes, solides Gefühl. Wir wurden noch nicht wieder eingefangen. Wir sind ganz nah. Ah, das war ein Fahrstuhl, der vorhin runtergefahren ist. Es sah halt so aus, es war irgendwie kein Seil dran. Geh durch die Fledermaushöhle. Sehr gerne. Das klingt angenehm. Also Fledermäuse per se sollten jetzt erstmal kein Problem sein. Also an sich so. Sicher sein kann man sich da nie, aber an sich sollte das kein Problem sein. Und jumpen. Und jumpen. Redi, Bock auf die Fledermaushöhle. Hände hoch in den Kommentaren bitte, wer auch Bock auf Fledermäuse hat. So, ich denke... Oh, das war knapp, du. Guck mal, da ist wieder so ein kleines Gehege mit den Viechers drinne. Gut, weiter geht's. Okay, was ist das jetzt? Hallo? Smeargold, wolltest du nicht rein? Traust du dich nicht? Ah ja, okay, doch. Hat ein bisschen... Oh, nee, er hängt wieder. Alles gut, das sind doch nur ein paar Fledermäuse. Die tun dir doch nichts. Besser als Spinnen. Riechst du das? Tag. Tag ist nahe. Einmal riecht Tageslicht süß. Freue mich auf das Tageslicht. Sag bloß, das Tageslicht ist so nah. Leute. Ja, wir sind raus. Mal schauen, ob das Ja, Tageslicht. Gollum. Zurückgelassen. So, schnell jetzt. Es gibt noch andere Wagen, an die wir uns hängen können. Erreiche die Brücke. Okay, mal gucken. Einfach so darüber jumpen oder was? Ja. Okay, dann versuchen wir mal, die Brücke zu erreichen. Ich weiß nicht, ob er uns wirklich... Also, ich glaube... Ich glaube nicht, dass er uns wirklich mit Absicht zurückgelassen hat, aber wir werden es sehen. Ist im Endeffekt ja eh egal, was wir glauben. Es wird ja das geschehen, was Gollum fühlt. Und Gollum fühlt... Wow! Auf jeden Fall ein bisschen Probleme mit seinem Körper, aber auch andere Sachen machen ihm zu schaffen. Ja, Hass unter anderem. Aber denkt dran, Hass ist keine Emotion. Hass ist ein Zustand, ja? Muss man wissen. No! Okay, vorsichtig weiter runter, Gollum. Gollum! Ah, mal wieder Blütenblätter, sei schon ein Blätterchen. So, mal sehen. Das ist der Mann mit der Lampe. Ich weiß nicht, wofür der eine Lampe hat, weil, naja, es ist Tag.
müssen wir denn hin? Da hinten hin zur Leiter müssen wir, alles klar. Ich würde vorschlagen, wenn er sich umdreht, der Mann dort. Dreht er mich so? Ja, oh. Scheiße. Warte, 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 wir werden ihn umbringen. Wir erwürgen ihn gleich. Stopp! Was? Wie ist das denn jetzt? Oh, lol. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Kann ich seine Lampe eigentlich kaputt machen? Geht das? Kann ich von hier auf seine Lampe schmeißen? Nö. Kann ich vielleicht... Wir warten mal, bis er sich umdreht. Noch weiter, bitte. Noch ein weiter. Macht er gar nicht. Okay, warte, machen wir so. Easy. Oh oh. Oh nein. Ach Gott, Mann. Wen haben wir denn? Wen haben wir denn da? Halt doch die Klappe, Junge. So, nochmal. Okay, aber der Weg war an sich schon mal gar nicht so schlecht. Warten wir, bis er wieder wegguckt. Der Weg war aber schön am Arsch vorbei hier, ne? Mmh. Dreh mal wieder weg. Schön rein in die Dunkelheit. Jetzt warten wir nochmal, bis er sich gleich wieder umdreht. Wenn er nämlich gleich in die andere Richtung geht, dann können wir. Dann können wir. Achtung! Dreh dich mal, so ist fein. Und los geht's. Los, 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 los! Okay. Schaff. Ach du meine Güte. Ich hasse so eine Sneaky-Sneaky-Dinger, ne? Das nervt so sehr. Also. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen. Wo ist das Ziel? Wir werden es rausfinden. Also den da, den können wir platt machen zum Beispiel. Guck mal, der hat keinen Helm auf. Leute ohne Helm, die kannst du erwürgen. Und Dinge, die man erwürgen kann, das ist eine schöne Sache. Oh lol, hat nicht geklappt. Schade. Ja, ja, ich weiß, wir unterhalten uns mal eben ganz kurz, indem du meinen Hals umdrehst. Man kennt's. Gibt's doch nicht. Okay, ich komm nicht nah genug ran. Ich komm nicht nah genug ran. Man könnte mal einen Stein schmeißen. Ist aber die Frage, worauf, ne? Ist irgendwie so ein Ding, in das ich mich verstecken kann. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ach, das Vieh kann mich auch sehen. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt darauf schmeiße... Na los, komm. Was? Geht er da hin? Oh Mist, jetzt habe ich aber blöd gemacht. Los, 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 los. Oh nein, da ist noch einer. Okay, wir leben noch. Jetzt sind hier halt so eine Viecher, was... Was soll ich denn machen? What am I supposed to do? Ach nee, wir können weiter, alles klar. Es geht noch weiter, Leute. Es geht noch weiter. Ja, ich finde das schön, wie er so rumäumelt. Wunderbar, jetzt gehst du da hoch.
und fallen lassen. Okay, benutze den Karren, um die Brücke zu überqueren. Den Karren. Schnell jetzt runter auf einen der Karren. Oh lol. Okay, das war ich zu langsam. Immer nochmal. Das merkt keiner. Pass auf den Kopf auf. Oh lol, das geht nicht. Okay, cool. Bleib auf dem Karren. Ich dachte, man kann sich ducken und dann klappt das, aber nein. Oh, das wird jetzt nervig. Okay, wir müssen da aufpassen. Schnell jetzt runter auf einen der Karren. Runter. Pass auf den Kopf auf. Kannst du ganz runter? Nein. Okay. Das geht nicht. Muss ich auf das Ding ran? Was muss ich tun? Wo muss ich runter? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Schnell jetzt runter auf einen der Karren. Müssen wir gucken. Man muss sich eigentlich irgendwo an dem Karren unten dran hängen können. Oder so sieht es zumindest aus. Aber irgendwie klappt es nicht. Ja, jetzt das musst du machen, Wolle. Runter. Pass auf den Kopf auf. So. Ruhig hoch jetzt wieder. Los! Oh, was machst du denn? Du sollst doch einfach wieder dich hochziehen. Ach Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schlimm diese Steuerung ist. Das ist die absolute Hölle. Das muss doch mal irgendjemand gespielt haben, muss doch gemerkt haben, boah, ey, ich krieg so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich krieg Daumen-Aids, wenn ich das spiele. Er hängt sich da halt seitlich dran. So. Ja, ich komme jetzt nicht wieder hoch. Jetzt komme ich hoch. Spring. Ach, da hätte ich springen. Ah, sag das doch ein bisschen früher, weißt du? Gut, also da müssen wir dann springen. Also wenn da noch mehr von den Teilen kommen, ne? Da, also das sehe ich jetzt als Nemesis. Oh, ja, ne, ist klar. Ist logisch. Ist doch logisch, Leute. Ist doch logisch. Eine richtig gute Idee. Also die Idee an sich. Schnell jetzt runter auf einen der Karren. Ah! Die Idee an sich ist gut. Die Umsetzung ist mal wieder übelst gepaart plus dieser beschissenen Kacksteuerung. Die nicht funktioniert. Los, Gollum! Okay, den kriegen wir nicht mehr. Wenn er nicht sofort fleißig draufspringt, keine Chance. So, bitte nochmal, Gollum, an den Karren. So, guck mal. Und jetzt ganz schnell runter. So, ist fein. Gut machst du das, Gollum. So, und wieder hoch. So, Achtung, jetzt springen wir gleich. Wir springen jetzt gleich. Wie ein großer Spring ins Feld. Achtung, und... Wow, geilo. Und runterhängen. Mega. Linke Seite. Sie dürfen uns nicht sehen. Achso, warte. Runter. Cool, cool, cool. Durchschi, durchschi und springen. Nochmal springen. So aus. Oh, was machst du denn für eine Kacke? Oh, lol. Mach mich fertig, der Junge. Er macht mich fertig. Und Spaß. Er macht mich fertig. Häng dich doch bitte ran. Er hängt sich natürlich nicht ran. Keine Chance. Hinten kannst du nicht dranhängen. Du kannst dich nur an den Seiten dranhängen. Wenn ich jetzt wieder am Anfang bin, ne? Ne, bin ich nicht. Geil. Ich hab einen Zwischensafe. Nett. So, und... ran bitte. Seite müsste ja gehen. Ja. Rechts von uns. Geh doch wieder hoch! Oh oh. Wurden wir gesehen? Ja, wir wurden gesehen, hat aber keine Sau interessiert. Nice. Oh. Gottes Willen. Leute, zum Glück hat der Hahn gerade gekräht und ihr wisst, was das bedeutet, ne?
Der Fuchs macht jetzt hier eine wohlverdiente kleine kurze Pause. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.